Wisst ihr, was ich so richtig super finde an Mario Kart 8? Naja, wie schnell man den Gruppen beitreten kann. Ich meine, ich habe gerade den anderen Part beendet, bin rausgegangen, hab kurz Audacity die Sache exportieren lassen, da das Audio-Ding, hab meinen Browser ausgewählt, meine Kartkombination hier, und dann stand da kurz bitte warten und schon war ich in der Gruppe drin und konnte auswählen die Strecke und los geht's. Wie geil. Und sonst in 7 und 8 muss man immer warten einfach, bis das Rennen zu Ende ist. Immer. Und hier nur ganz selten mal, wenn man Pech hat. Finde ich echt gut. Haben sie richtig gut hingekriegt. Warum das nicht früher schon so ging, egal. Aber immerhin haben wir es jetzt und hoffentlich wird es auch in Mario Kart 9 beibehalten. So. Bowser also. Ich muss ja wirklich sagen, Bowser sieht hier wirklich in dem Spiel echt gefährlich aus. Guck bloß seine Stacheln an, Alter. Die sind schon sehr böse und blutrünstig bestimmt. So. Oh. Vielleicht eine erste blaue Panzer. Die Bombe war gut. Warum fahre ich hier lang? Oh, er hat eine Hupe gehabt. Habt ihr das gesehen? Er konnte ihn einfach abwehren. Was ist denn das für einer? So, ich wollte gerne eigentlich aufs Gamepad gucken, wer das so ist. Aber leider, jetzt kann ich da mal drauf tippen. So. Und zwar HD Downer oder so heißt der. Dann machen wir Speed hier. Dann machen wir Speed. Auf geht's. Auf geht's. So. Und heute haben wir natürlich auch wieder ein Thema. Das schneide ich am besten auch schon mal an, weil die Parts ein bisschen kürzer sind jetzt. Und zwar geht es heute um Verschwörungstheorien. Oh ja. Ich habe nämlich eine Twitter-Umfrage gemacht, welche Themen euch jucken, und zwar Verschwörungstheorien, Schule oder Amiibo. Und Verschwörungstheorien hat momentan 1% mehr als Schule. 38 gegen 37%. Und Amiibo kackt da total ab. Wir werden über alles reden, aber das natürlich jetzt als erstes, habe ich versprochen. Ich nehme einfach das jetzt mal als Trend. So, nehme ich einfach jetzt mal raus. Und zwar Verschwörungstheorien, es gibt ja unviele. Unviele. Unfassbar viele. Also Verschwörungstheorien zu außerirdischem Gedöns, zu ich habe ihn noch getroffen. Lol. War schade. Ach, Bowser heißt der, oder was? HD Bowser? Nee, HDD Bowser heißt der. Egal. Oder auch, ne, 9-11 oder ob Hitler in der Antarktis lebt, irgend sowas. Das finde ich aber richtig lustig. Wenn man da mal auf YouTube in die falschen Richtungen, in die falschen Bereiche rutscht, dann kommt man ganz schnell von einem streng geheimen Video zu sehr befremdlichen Videos. Also, wo wirklich auch Leute überzeugt davon sind, dass irgendwelche Sachen von der Regierung vertuscht werden und ja sozusagen geheim gehalten werden, damit das nicht öffentliches Erregen, Aufsehen erregt. Meine Fresse, ich kann nicht sprechen. Was ich jetzt zum Beispiel sehr interessant finde, ist wirklich, wie viele Leute immer noch glauben, dass die Mondlandung ein Fake war. Ein Prank sozusagen oder ein soziales Experiment. Dass man geguckt hat, okay, sind die Leute schlau genug, checken die das oder denken die wirklich, dass wir auf dem Mond waren? Ich bin der Meinung, wir waren dort. Ich bin der Meinung, wir waren dort. Denn ja, das ist immer so die Sache. Leute sagen immer so, ja, das wäre doch damals gar nicht möglich gewesen, zum Mond zu fliegen. Und außerdem, als sie die Flagge in den Boden gesteckt haben, hat die gewackelt und dann so ein bisschen sozusagen geweht, was ja gar nicht möglich sein kann, weil das ja sehr im Weltraum ist. Da ist ja gar kein Wind, ne? Und natürlich, diese Bedenken sind natürlich berechtigt und ich überlege gerade, nee, mein Vater war noch nicht dort geboren. Er wird ein paar Monate später geboren, tatsächlich. Naja, also der hat das nicht mitbekommen. Aber ich könnte meinen Opa mal fragen, der hat das garantiert damals im Fernsehen verfolgt. Zuerst mal, ne, das mit der Flagge ist ja so eine Geschichte. Ihr kennt das ja, wenn man was in den Boden rammt, dann wackelt das ja vielleicht, zumal ja, diese Bewegung ja umgewandelt wird und das einfach dann sich im Weltall, da ist ja auch keine Reibung oder so. Deswegen wackelt das ja dann erstmal eine Weile darum, weil da ist ja kein Luftwiderstand oder so oder irgendwas, der das aufhält. Also wenig, das kann man ganz leicht entkräften. Außerdem die Sache, dass das alles wohl in einem Fernsehstudio sozusagen gedreht worden sein soll, glaube ich jetzt persönlich nicht.
weil das ist schon, du was zu faken, auch von der, von dem Movement der Astronauten und so, ob das damals möglich gewesen wäre. Wer weiß das schon genau. Ich würde sagen, einfach sagen, nein. Was habe ich denn in letzter Zeit mit diesen komischen Abkürzungsdingen? Egal. Was auch ein Argument für ist ja, dass der Himmel, dass da keine Sterne zu sehen sind, dass der einfach nur schwarz ist, liegt eventuell daran, dass das zum einen ein Schwarz-Weiß-Video ist und zum anderen ist es doch, oder? Ja, ist schwarz-weiß. Zum anderen daran, dass einfach die Kamera vielleicht jetzt nicht Ultra 8K-Qualität hatte, sondern einfach ein bisschen... Ich habe den sogar gesehen, aber naja. Dass die einfach ein bisschen räudig war, zumal das ja irgendwie vom Mond übertragen werden musste. Nach Erde. Und dass das dann eventuell vielleicht ein bisschen drunter, die Qualität darunter leidet, ist ja, glaube ich, gar nicht mal so unwahrscheinlich. Wenn heutzutage YouTube schon die Videos schlechter macht, als sie eigentlich sind, von der Bitrate und Auflösung her, da war das damals in den 60ern wohl mit Bildern vom Mond genauso. Also ich glaube schon, dass wir auf dem Mond waren. Könnt ihr auch eure Meinung zu diesen ganzen Sachen in die Kommentare schreiben. Ich glaube schon, dass wir dort waren. Andere Geschwindigkeitstheorie ist ja natürlich sehr krass mit Aliens, ne? Aliens. Sind sie unter uns? Leben sie schon hier? Ich würde sagen, nein. Also, ich habe noch nie einen Alien gesehen. Lol. Mit Browser läuft es nicht so, ne? Ich muss mir auch mal kurz die Nase putzen eigentlich, aber es ist total, total unprofessionell. Also, ich glaube nicht, dass die jetzt hier rumchillen. Wer weiß. Es ist ja, das ist eine wirklich interessante Theorie. Wir wissen ja alle, wir Menschen, ich glaube, wie viele Farben können wir sehen? Schon einige, ich glaube 16 Millionen oder so. War das so? Ich habe das mal irgendwo gelesen, kann auch Bullshit sein. Aber das heißt ja nicht, dass das die einzigen Farben sind, die es gibt. Beispiel. Ein Alien hat so eine ganz komische Stufe zwischen Grau und Weiß als Hautfarbe. Irgendwie sowas. Was ganz Komisches, was wir... Über diesen Unterschied, den können wir gar nicht wahrnehmen. Das sehen wir gar nicht. Das können wir gar nicht sehen. Und so gesehen ist das Alien also getarnt. Es ist also sozusagen getarnt. Wir können es nicht sehen. Es könnte gerade direkt neben dir stehen. Und ja, das ist total gruselig. Aber es könnte gerade hier neben mir stehen. Ich könnte jetzt hier so, hallo, so. Wer weiß, wir können es vielleicht gar nicht sehen. Wer kann das wissen? Dementsprechend kriege ich gerade eine Gänsehaut. Ich bin da irgendwie so ein bisschen... anfällig für. Ich bin da immer ein bisschen paranoid. Deswegen, ja, ist auch die Sache, ne? Die Regierung, ja, die Regierung. Die hält ja immer alles geheim. Ist klar, ne? Die hält ja alles geheim. Die will ja nicht, dass wir wissen, was so abgeht. Die will ja nicht, also stell dir mal vor, das ist wirklich so, dann ergibt das doch Sinn, weil stell dir mal vor, es gibt ja so viele Leute, die total hinterher rennen und so, UFOs, geil, und Alien, wow, das war ein bisschen knapp, die da vorhinter sind und auch sich da hincampen und den Himmel beobachten, ob da mal irgendwann ein UFO kommt, irgendwo in Nevada oder so, Area 51, war eins meiner ersten YouTube-Videos gegenüber Area 51, 2013, eben Ende März, Anfang April, ja, vielleicht so 10. April vielleicht, könnte der Upload gewesen sein. Das habe ich ja fast so gut hingekriegt. Aber stell dir mal vor, es gäbe wirklich jetzt, die Regierung hätte mal irgendwann Aliens gefunden, wie dieser Roswell-Vorfall damals, als angeblich ein UFO abgestürzt ist und diese Teile dann wohl von der verschissenen Regierung eingesammelt wurden und da wohl jetzt dran geforscht wird. Seit 50 Jahren oder so. Und da bestimmt auch jetzt schon einiges, wenn es so ist, haben sie sicherlich schon einiges daraus rausgefunden. Und da kann ich doch verstehen, warum man nicht einfach sagt, yo, da ist ein UFO abgestürzt vom Planeten Hoth. Und die Schneesturmtruppler haben versucht, die USA anzugreifen. Ist schon klar, warum man das nicht öffentlich macht, weil halt wirklich Massenpanik safe entstehen würde. Hundertprozentig würden die Leute komplett ausrasten und hätten Angst und würden denken, oh Gott, vielleicht werden wir angegriffen aus dem Weltraum und Todesstern, irgendwas. Generell ist auch immer die Frage, ne, wie sehen diese Aliens überhaupt aus? Nicer Snipe, Alter. Sorry, aber das muss ich mir mal selber eingestehen.
Das ist immer, hat immer sowas Humanoides im Kopf, so E.T. oder so. Aber vielleicht sind sie auch immer nur solche kleinen Bakterien. Natürlich, ich fahre ganz rechts und das... Scheiße. Vielleicht sind sie solche kleinen Bakterien, weil außerirdisches Leben heißt ja nicht, dass sie gleich auch mit Raumschiffen durch die Gegend fliegen. Vielleicht sind sie ja mal durch einen Asteroiden hier auf die Welt gekommen, weil irgendwie muss ja auch das Leben auf der Welt, muss ja hier auch entstanden sein, ne? Diese ersten Bakterien und Stuff. Und wer weiß, ob die nicht vielleicht auch von woanders kommen. Denn es wurde ja Eis auf dem Mars entdeckt. Das bedeutet, da war auch mal Wasser. Und Wasser ist so die Grundlage fürs Leben. So habe ich das zumindest gelernt. Weshalb ich nicht ausschließen kann, dass da nicht eventuell doch mal vielleicht, wenn es so kleine Bakterien waren, dass da was gelebt hat. Und eventuell ist da ja mal was rübergekommen. Keine Ahnung, ich bin kein Astronom. Astrologe, Astronom, Astronom. Aber wer weiß das schon genau. Auch eine sehr bekannte Theorie ist ja die Sache mit 9-11, ne, 11. September, dass das tatsächlich angeblich, wieso kommen immer Hyrule-Piste und Excitebike-Stadion? Ich will die jetzt aber wirklich immer haben. Dass 9-11 inszeniert war von der US-Regierung. Oh mein Gott. Das ist wirklich eine Theorie, die finde ich persönlich irgendwie daneben. Also, natürlich, wenn man sich die Fakten anschaut, was ist danach entstanden nach 9-11? Der Krieg im Irak. Und, oder war es Iran? Ich glaube, Irak war es. Ich verwechsel die beiden immer. Es tut mir leid. Die USA hatte dann den Grund, da reinzurennen. Aber ob man wirklich für sowas sozusagen die Bevölkerung opfert sozusagen? Ich meine, wie viele sind da rumgekommen? Über 3000 Leute, glaube ich, ne? Das ist ja schon echt extrem und ich glaube echt nicht, dass man sowas machen würde. Ich meine, kommt, stellt euch vor, das kommt mal raus. Stellt euch vor, das kommt mal raus. Was wäre dann los? Welche Vorwürfe müsste sich denn die US-Regierung dann gefallen lassen? Das wäre ja, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute sich denken würden, oh ja gut, pff, die 3000 Leute, oh, den juckt's, ne? Deswegen denke ich, was zum Verdammten? Deswegen glaube ich schon, dass das Terroristen waren, denn, come on, auch dass die Leute sagen, es gab keine Flugzeuge. Was ist denn mit den 4 Flugzeugen passiert, die da verschwunden sind? Sind die einfach, die waren ja weg. Die sind ja, und die Leute, die dort drin saßen, sind ja auch weg. Oder glaubt ihr, die ganzen Angehörigen sind sozusagen gekauft und trauern da damit so aus, als ob das alles, ne? Also, nee, das finde ich auch echt irgendwie respektlos gegenüber den Opfern und Angehörigen, sowas zu sagen. Ich meine, ich glaube, es hat sich doch sogar die Al-Qaida dazu bekannt, oder nicht? Die haben doch sogar gesagt, wir waren das. Glaube ich schon. Gut, das können die natürlich auch einfach nur gesagt haben, weil Aufmerksamkeit, klar. Aber, come on. Ich glaube echt nicht, dass da wirklich eine Verschwörung hinter ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Auch wenn ich George Bush nicht mag, sowas traue ich ihm dann doch nicht zu. Das ist schon ein bisschen krank. Ansonsten, ja. Andere Verschwörungstheorien. Michael Jackson, Elvis Presley und Hitler leben gemeinsam in der Antarktis und feiern dort mit den Inuit, die gar nicht dort unten wohnen, egal. Oder auch in Argentinien, ist ja klar. Ansonsten ist Putin natürlich ein Roboter, Angela Merkel von Außerirdischen gesteuert und Donald Trump übernimmt den Mars. Gut, das waren so ein paar Theorien. Ich habe mich ein bisschen kurz gefasst wegen Partlänge und so. Und bin sehr auf eure Meinung gespannt. Glaubt ihr, was glaubt ihr von solchen Verschwörungstheorien? Glaubt ihr, die Aliens sind unter uns? Glaubt ihr, dass Hitler noch lebt oder dass 9-11 ein Prank war? Was haltet ihr von sowas? Schreibt es mal rein. Danke fürs Ansehen. Ciao.